Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, super geil ramontischen Abend. Ich hoffe, ihr hattet geile Games heute, zumindest besser als meine. Ich meine, jeder hat bessere Games gehabt als ich heute. Meine war eine komplette Katastrophe. Aber zum Höhepunkt der absoluten Ramontik habe ich sogar eine Kerze hier, ja, die uns die Ramontik hier so ein bisschen nochmal erleuchtet. Viele von den Sachen, die in diesem Patch drin sind, werden erstmal für AD-Carries sein und die werden sich absolut freuen, vermutlich, muss man mal sehen. Und viele von den Dingen, die wir hier haben, haben wir auch ebenfalls schon gehabt in dem PBE-Video. Ich werde die meisten dennoch kurz nochmal überspringen bzw. zusammenfassen, damit jeder Bescheid weiß. Außerdem sind natürlich einige Sachen nicht genau so übergekommen, wie es geplant war. Beziehungsweise einige sind da, andere sind nicht da. Ja, bei Aatrox wird seine Regeneration im Prinzip angehoben. Dafür kann er sich aber nicht mehr an Minions heilen. Das heißt, ja, keine Heilung mehr an Minions, sondern Heilung über den normalen HP-Rack. Außerdem hat seine E nur noch ein Stack und das mit deutlich weniger Cooldown. Ja, das ist ziemlich cool. Ist aber gerade vor allem im Early- und Mid-Game, denke ich, nerf, weil er nur noch eine E hat, quasi bei der All-In-Combo. Im Late-Game hat er aber natürlich deutlich mehr zur Verfügung, weil es einen sehr geringen Cooldown hat. Bei Akali wird die Q, der hier komplett rausgenommen ist, im Prinzip so ähnlich wie bei Aatrox. Das heißt, man kann sich nicht mehr über die Fertigkeit heilen, heilt sich aber generell doppelt so viel über den Base-HP-Rack. Ja, also... Ja, also ich weiß ja nicht, also, ne, was zusätzlich noch kommt, ist, dass die W jetzt nicht mehr vor dem Turm schützt. Das heißt, ihr werdet jetzt, wenn ihr mit der W unterm Turm seid, trotzdem Tower-Shots abbekommen. Ihr seid nicht mehr geschützt, ihr habt außerdem jetzt mehr Cooldown auf dem ganzen Ding im Late-Game, 2 Sekunden mehr. Im Early-Game ist das noch gleich geblieben. Also, ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon, weil das ist eine einzigartige Mechanik und ich finde es cool, dass sie sowas reingebracht haben. Klar kann man darüber diskutieren, ob Akali sowas braucht oder nicht und ihr Kit ist sehr stark. Aber ich finde, so einzigartige Sachen zu entfernen, einfach nicht schön. Na, das ist, als wenn du Asias Ultimate wegnimmst, weil das war halt das, was Asias ein bisschen ausmacht und wenn die wegfällt, ne? Ansonsten, oder sein Dash zum Beispiel, ne, da gab es ja auch immer schon sehr, sehr viele Streitigkeiten. Und dass der Heal wegkommt, man muss sagen, ihre Laning... Ich glaube, das wird jetzt erstmal Akali töten, Leute. Akali ist nach diesen Änderungen tot, denke ich mal, so relativ tot. Vielleicht ist der Heal ja auch insane, ich meine, es ist doppelt so viel. Aber man kann von diesem Punkt aus dann natürlich wieder gucken, ob man Akali etwas hier und da bufft und sie wieder irgendwie von da aus viable bekommt, ja. Manchmal muss man erstmal verlieren, damit man vielleicht im Endeffekt gewinnen kann. Aber das ist schon sehr hart. Camille, die E, kann jetzt nicht mehr Minions und Monster stunnen. Das ist gerade im Jungle ein super, super harter Nerf, denn... Also gerade auf der Lane kann das auch mal ganz nett sein, wenn man in Minions tradet. Aber wenn man Monster nicht mehr stunnen kann, kriegt man natürlich deutlich mehr Monster-Damage. Und dadurch, Camille ist ja ein absolutes Jungle-Monster, wird ihr Jungle etwas genervt. Cassiopeia ist natürlich sehr, sehr, ja, ist im Moment ziemlich starker Champion auf jeden Fall. Ihre Q wird erstmal der Base-Damage reduziert, allerdings die AP-Scalings angehoben. Das heißt, Late-Game, Damage bleibt ungefähr gleich. Ne, 0,9er AP-Scaling ist ziemlich geil, allerdings halt 40 weniger Damage. Es lohnt sich auch jetzt nicht mehr so krass, die Q durchzumaxen, weil, wie gesagt, du, ne, für die gleichen Punkte 40 Damage fehlen. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Außerdem hat die W jetzt deutlich mehr Mana, wenn du es maxst. 110 ist ein saftiger Berg, das tut schon ganz schön weh. Und der Damage per Second auch super krass reduziert. Das heißt, anstatt 300 Damage, 200 Damage. Das tut unglaublich weh. Also Cassio dürfte das schon schmerzen, denke ich. Wobei natürlich die W nicht ihre Hauptdamage-Quelle ist, aber viele unterschätzen die W. Ja, die bleiben einfach komplett random in der W drin stehen und kassieren todes viel Damage. Irelia ist im Prinzip so ähnlich. Ich glaube, Riot sagt jetzt einfach, hey, wir nehmen jetzt mal die ganzen OP-Champs hier. Jetzt muss das Ganze mal ein Ende finden. Wobei Irelia noch relativ gut weggekommen ist. Sie bekommt erstmal mehr HP pro Level dazu. Außerdem bekommt sie mehr Rüstung. Und Achtung, jetzt geht's nämlich los. Ihre Passive, da wird das Attack Speed. Sie bekommt jetzt quasi Attack Speed pro Stack und nicht mehr On-Hit Damage. Sobald es allerdings voll gestackt ist, bekommt sie On-Hit Damage dazu. Ja, das Ganze sorgt vor allem dafür, dass du nicht mehr so viel Burst Damage hast. Das heißt, du kannst nicht einfach QQ und auf den Gegner Qen, sondern du musst wirklich gucken, dass du die vollen Stacks zusammensammelst, damit du wirklich diesen On-Hit Damage hast. Also, man hat ein größeres Zeitfenster gegen Irelia, bis sie tatsächlich jetzt, vor allem brauchst du nämlich jetzt auch 5 Stacks. Das erhöht ebenfalls das Zeitfenster. Du hast mehr Zeit gegen sie, ja, vorzugehen, bevor sie richtig krass viel Damage an dir macht. Außerdem, was ich gut finde, erstmal macht Blade Surge jetzt mehr Damage an Minions, um diesen ganzen Nerf auch so ein bisschen entgegenzugehen, damit sie ein bisschen mehr Wave Clear hat. Und, ja, das habt ihr beim letzten Mal leider falsch vorgelesen, aber da habt ihr mich aufmerksam gemacht und ihr seid ja auch insane, ne? Die W hat jetzt statt 40% 50%, aber nur noch Physical Damage und 0% gegen Magical. Das heißt, man hat jetzt ein klares Fenster, das finde ich geil, so wie bei Ramos. Ja, Ramos zum Beispiel bekommt durch seine W deutlich mehr Armor, als er Magier Stance bekommt. Und so hast du halt gewisse Champs, die gegen Irelia sehr stark sind. Also halt Magic Champs, weil sie kann in ihre W gehen und sie kriegt trotzdem 100% Damage.
das muss man natürlich sagen, killt Irelia Midlane komplett, denke ich. Also du kannst es immer noch spielen, aber relativ kacke. Und dann am besten wahrscheinlich gegen so Matchups wie Zed und gegen Yasuo. Wobei gegen Yasuo, ist eigentlich ziemlich gut gegen Irelia, deswegen weiß ich nicht. Aber auf der Toplane könnte man es natürlich spielen. Aber wenn du natürlich da eine Toplane Irelia siehst, kannst du vielleicht irgendwas mit Magic Damage reinpicken. Dann geht's weiter mit den Max-Man-Items, ja. Seit letzter Season wurden die ja geändert und da sind sehr, sehr viele Leute sehr unzufrieden mit, muss man sagen. Das heißt, ja, die Leute haben keinen Bock auf dieses ganze Marksman-Zeug mit diesem Crit-Verdoppelungs-Infinity-Edge. Der Power-Spike dauert viel zu lange, weil ja, Infinity-Edge einfach irgendwie eine Katastrophe ist und scalen muss, weil es ja quasi eine True-Damage macht und es ist alles irgendwie schwierig. Und deswegen wird das Ganze jetzt reverted. Bedeutet, das alte Item Cloak of Agility kennen wahrscheinlich einige gar nicht mehr. Ich finde, das sieht... Also, ne, klar, es heißt Cloak. Cloak steht für, ne, hier, für so Umhang. Ich finde, das sah immer aus wie so eine Muschel. Ja, jetzt, wer einen Umhang sieht, der sieht da unten einen Umhang, aber ich fand immer, das war eine Muschel. Eine Crit-Muschel für 20% ist ganz okay. Infinity Edge, meine Freunde. Infinity Edge hat jetzt 10 AD mehr beim gleichen Preis, was geil ist, hat 25% Crit. Hatte Infinity Edge damals 30% Crit? Ich glaube ja, oder? Könnt ihr mir das sagen? Weiß ich nicht. Und increased jetzt die Critical Strike Chance Damage, nicht Chance, sondern Damage, um 25%. Also, wenn ich mich nicht komplett vertue, Leute, hat das vorher den Critical Strike Damage um 50% erhöht. Das heißt, wir haben hier Nerf. Das Crit-Item ist nicht mehr ganz so stark, es ist aber das alte wieder. Das bedeutet, ihr macht jetzt nicht mehr, konvertiert jetzt nicht mehr irgendwas in True Damage, sondern ihr macht statt 200% Crit Damage, was ja so ist, ne, doppelter Schaden, macht ihr 225%. Wer wird davon profitieren? Wer wird davon genervt werden? Im Prinzip profitiert, glaube ich, gerade ADKs profitieren auf der Botlane davon, denn was bringt euch 10%, ne, ihr habt einen Infinity Edge auf der Lane, was bringen euch 10% True Damage an so einem ADK, der eh 0 Armor hat, ne, bringt euch gar nichts. Das bringt euch vielleicht was, wenn ihr da unten noch eine Leona oder so rumrennen habt, aber sonst auch nichts. Auch für den Yasuo in der Mitte ist das ein Buff, denn bei ihm ist das gleiche, ihr braucht kein 10% True Damage gegen den Malzer. Der lacht sich ins Fäustchen, wenn ihr dem da mit, keine Ahnung, 80 True Damage kommt oder sowas, weiß ich. Das heißt, diese Champions werden grundsätzlich gebufft. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es gibt auch gerade, ich glaube, es sind nicht die meisten Champions, aber auf der Toplane, zum Beispiel, wenn du als Tründer Infinity Edge gebaut hast, dann hast du meistens Tanks damit geschreddert, ne, mit diesem und Conqueror. Das geht jetzt nicht mehr. Ne? Das heißt, wenn du Infinity Edge baust, machst du immer noch keinen Damage am Nasus oder wen auch immer. Vielleicht gibt es ja noch andere Beispiele in dieser Hinsicht, aber muss man mal halt schauen, weil der Damage halt, wie gesagt, reduziert ist. Aber, ja, Item-Builds kommen wir nach. Essence Reaver. Essence Reaver, meine Freunde, ist jetzt der alte Essence Reaver. Das bedeutet, das Ding hat Crit. Das hat nicht mehr diesen Effekt von wegen, den er halt hat. Sondern es gibt euch Mana wieder, es gibt euch Crit und Cooldown Reduction. Das war's. Das ist der Essence Reaver. Ja, Spear of Shogun, meine Freunde, ist jetzt der alte Essence Reaver. Bedeutet, es hat Attack Damage, es hat HP, Cooldown Reduction und den Effekt, dass ihr jedes Mal nach eurer Ultimate angreift, ihr... Quasi, ihr bekommt zwar diese Tech-Speed und reduziert, ich rush so ein bisschen durch, ne, aber das meiste kennen wir, aber hier und da ist noch was. Und ja, das Problem, was wir hier natürlich haben, wenn wir das mit dem alten vergleichen, das alte Ding hat 3000 gekostet, das hier kostet 3400. Das alte hatte 75 AD, der jetzige hat 60 AD. Allerdings hatte der alte 300 Mana und wir haben jetzt 250 HP drauf. Alles in allem würde ich sagen, es ist schon ein Nerf. Ein insgeheimer Nerf, ja. Wow, neues Item, Spear of Shogun. Fällt bestimmt keinen auf, dass der Ding 400 Gold teurer ist. Und HP hat, was cool ist, aber hey, da fehlen auch AD. Aber nun gut. Stormraiser. Stormraiser, meine Freunde, ist auch ganz anders. Bedeutet weniger Attack-Speed, weniger AD und mehr Gold. Allerdings ist es jetzt sowas wie Statics. Das heißt, es lädt sich auf, wenn ihr lauft. Wenn ihr 100 Stacks habt, dann macht euer nächste Attacke 65 Magic Damage und Slowed bei 40%. Wenn ihr andere Effekte habt, ich weiß halt nicht, ob es für Fleetfoot Work funktioniert. Wäre interessant. Ich denke, ja, das müsste eigentlich auch funktionieren. Vor allem aber für Statics, dann ist Statics 30% effektiver und Slowed, so wie, ne, wie das hier oben halt. 40% Slow ist ganz cool. Kommen wir später zu. Phantom Dancer. Phantom Dancer ist auch nochmal ganz anders. Kostet jetzt 100 Gold weniger. Hat aber, Achtung, Achtung, Doppelachtung, 15% weniger Attack Speed. Das war eigentlich der Grund, warum du Phantom Dancer gebaut hast, weil das Ding einfach insane viel Attack Speed gibt. Viel mehr als die anderen Items, ne? Hat jetzt 25% Crit. Na, das heißt, es wird unglaublich viele Stats runtergenommen für 100 Gold weniger, ne?
Aber es hat jetzt ein Schild, das heißt, wenn ihr unter 30% Leben fallt, kommt ein Schild, was 240 bis 600 Scaling mit eurem Level, blablabla, für 2 Sekunden, 9 Sekunden Cooldown. Ist ganz cool soweit, allerdings, ich bin mir nicht sicher, ob das mit Sterax zusammen funktioniert, beziehungsweise ob es auch mit den Maw of Mamortius, ob das, ich glaube, das ist nämlich Lifeline, ist nämlich genau diese Passive. Das heißt, man kann diese nicht zusammenbauen. Werfe ich in den Raum, ist nicht approved, werfe ich aber in den Raum. Außerdem ist hier noch der Effekt gechanged. Vorher war es so, wenn jemand in 550 Range ist, bekommt ihr plus 7% Movement Speed. Das wird jetzt so geändert, dass ihr dieses Movement Speed bekommt, wenn ihr einen Gegner angreift. Auch das hier ist ein Buff für alle AD Carries, denn ja, eine Kate zum Beispiel hat wahrscheinlich mehr als 550 Range, ich glaube sogar so 600. Das heißt, wenn ihr jemanden angegriffen habt, ne, auf 600 Range, dann bekommt ihr jetzt, wo ihr vorher nicht bekommen habt, Movement Speed, was cool ist. Allerdings ist das ein Nerf für alle Nahkämpfer, das heißt für einen Master Yi, für einen Yasuo, für einen Tryndamere oder was weiß ich. Denn diese Champs haben natürlich vor allem dafür profitiert, wenn sie jemanden hinterhergerannt sind und ihn nicht angreifen konnten, aber in der Nähe waren. Dadurch haben sie mehr Movement Speed bekommen oder wenn sie ebenfalls weggerannt sind. Ne? Das ist auch cool. Das Schad hier kostet 200 Gold weniger, 100 Gold weniger. Die Crit-Items geben jetzt halt alle 25%, das heißt, gibt Essence wieder auf 25%. Yes. Das heißt, wir kommen halt auf 25, 50, 75, 100. Du kannst mit 4 Items auf 100 kommen. 4 Items, ne, da musst du schon komplett committen in Crit, aber ist möglich. Ja, du, für die Perfektionisten, ja, vorher musstest du ja immer auf 110, 120, 30% irgendwie kommen. Jetzt kann man auf 100 kommen. Static Shift, meine Freunde, wird geändert. Und zwar ist das jetzt das Item mit Attack Speed to Go. Das heißt, es kostet dasselbe wie Phantom Dancer, hat aber statt 30, 40% und ebenfalls weniger Crit. Das bedeutet, wenn wir jetzt zusammenfassen, hier haben wir noch ein bisschen mehr Damage auf dem Last Whisper. Das heißt, der ist super krass gebufft worden. 10 mehr AD und 10 mehr Penetration. Fassen wir erstmal hier das zusammen. Und zwar ist es nämlich so, ich gehe jetzt erstmal auf Yasuo, weil ich spiele sehr gerne Yasuo. Und ich denke, es gibt auch viele von euch, die Yasuo interessieren. Bei Yasuo könnte ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass man Statics bauen wird. Ganz, ganz damals, ja, jetzt werden einige Leute sagen, ja, aber du baust Phantom Dancer, damit du die Wave nicht clearst und springen kannst. Ganz zum Anfang hat jeder Statics gebaut. Ne, damit du die Wave schnell clearst und damit du schnell da pushen kannst und so weiter. Ich meine, bei Yasuo, du willst halt viele Attack Speed haben und das Item Phantom Dancer hat jetzt halt zum ersten nur noch 30%, was insane wenig ist. Hier kommst du wenigstens auf 40%. Und das Schlimme ist, du könntest es jetzt nicht mehr mit Sterax zusammenbauen, wenn das so wirklich ist. Was ebenfalls scheiße ist. Und auch dieser Effekt, wie ich ja gerade erklärt habe, ist nicht mehr ganz so gut wie vorher. Er ist immer noch gut, wenn du auf den Gegner dash und angreifst, aber halt nicht mehr ganz so insane. Es könnte also sein, dass man das jetzt auf Yasuo macht, ja. Weiß man noch nicht. Auch Infinity Edge ist natürlich, wie gesagt, erstmal grundsätzlich ein Buff. Muss man natürlich schauen, wie das Ganze wird, weil der Crit-Damage jetzt nicht mehr ganz so heftig ist. Und zum Tankschreddern, ich glaube, Tankschreddern ist für Yasuo eigentlich eh immer relativ einfach, aber müsste funktionieren. Für AD Carries ist natürlich jetzt die Möglichkeit, sie können einen sehr, sehr schönen Build wiedergeben. Das heißt, es gibt verschiedene Builds, die werden hier unten auch vorgeschlagen. Also grundsätzlich muss man sagen, wird am Anfang jetzt erstmal wieder viel ausprobiert. Welcher ist der richtige Build? Es wird also eine Zeit lang geben, ich glaube, ne, ihr solltet jetzt vorsichtig sein, AD Carries. Ihr werdet wahrscheinlich erstmal sacken, weil man erstmal den richtigen, geilen Build finden muss, ja. Ist es der Build? Ist es der? Ist es der? Ist es der? Ist es der? Also, das sind natürlich verschiedene Champions hier, ne, Stormraiser, bla bla. Stormraiser wird wahrscheinlich auch eher als zweites oder drittes Item gebaut werden und nicht als erstes Item, ja. Aber da muss man erstmal schauen, welches der richtige Item-Build. Ich denke zum Beispiel, spielt ihr sowas wie, keine Ahnung, Caitlyn, dann würde man wahrscheinlich wieder so gehen, dass man sagt, BF Sword into Pickaxe und dann ein Seal-Item, zum Beispiel Statics, ne, und dann das Infinity Edge upgraden. Ich denke, das ist wieder ein sehr, sehr guter Build. Das heißt, dass du die zwei AD-Items kaufst von dem Infinity Edge, aber muss man mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es noch Simple Buffs und Nerfs, das heißt, die Sandra wird genervt, finde ich super geil, weil Leute, vielleicht seid ihr auf meiner Seite, aber ich finde, Lissandra ist zum Kotzen. Eigentlich mochte ich den Champ damals. Deathfire Grasp, One-Shot, Full AP, geil, Böllern, mega cool. Liebe ich. Eis ist eigentlich scheiße, ich hasse Eis. Aber, ne, also Eis in Form von Eis und nicht in Form von lecker Essen-Eis. Ja, das Problem aber ist, dass jeder sie auf Aftershock spielt, mit auf irgendwie Sonias, Full Tank, irgendwelche Items und dann noch Barrier oder Teleport oder irgend so eine Scheiße. Und ich denke mir einfach, Junge, das ist, das ist doch kein Aftershock, das ist doch kein Tank-Champion, das ist ein Damage-Dealer. Also tut mir leid, aber von mir aus kann der Champion aktuell weg. Der Aftershock-Listener geht gar nicht, finde ich zum Kotzen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Damage wird um 40 reduziert, die macht ja eh schon keinen Schaden, also interessiert... Also, I'm sorry. Wenn ich gegen Lissandra spiele, dann denke ich mir einfach, okay, ich spiele einen Champion, der sie einfach im Late-Out scaled. Also jeder.
Sion. Sion wird genervt, ist aktuell super strong. Das heißt, der Boy, ne, war ja sogar in meinem Video, macht jetzt weniger Damage mit seinem Charge und seine W hat mehr Cooldown, wenn du es nicht maxst. Tut natürlich weh, weil du maxst die W als letztes, glaube ich sogar. Bedeutet, du hast immer 15 Sekunden bis ins Late Game rein. Zyra macht etwas weniger Damage, Minion und Monster Gold Bonus. Ich weiß, ich rede jetzt super viel, aber insane. Ja, Monster und Minion Gold Bonus. Stell dir vor, so wie meine Games heute, du bist Yasuo, gehst, naja, sagen wir, du bist Tryndamere, gehst 06, was super scheiße ist, farmst dann 200 Minions am Stück und wirst dann gekillt. Du hast 200 Minions gefarmt und bist, obwohl du eigentlich behind bist und ja, recovern, ja, sagen wir 100 Minions, am recovern bist, hast du Geld dem Gegner, du hast ein Bounty aufgebaut, ja. Du warst auf einmal, obwohl du versuchst wieder ins Game reinzukommen, du bist 06, steht auf deinem Kopf hier, hey, ich bin 600 Gold wert, ich bin 06, 600 Gold, super scheiße. Na, dann kommen wieder alle zu dir und bumsen dich wieder um. Jetzt funktioniert das so, dass wenn ihr, na, wenn die Gegner im Durchschnitt, sagen wir, 200 CS haben, oder ich glaube, es wird nach Gold berechnet, ne? Wenn die ungefähr im Durchschnitt 200 mehr Minion und Monster Gold haben als du, dann wird das, als wenn du stirbst, als Puffer genommen. Das heißt, diese 200 Gold, die du dir jetzt erfarmen kannst, geben dir kein zusätzliches Bounty. Erst ab diese 200 Gold, wenn du die weggefarmt hast, dann kann ein zusätzliches Bounty aufgebaut werden. Na, es können natürlich auch 400, 500, 600 sein. Habt ihr es verstanden? Ich hoffe. Ansonsten haben wir noch Bugfixes, zwei neue Skins, Hard Piercer, Fiora passt natürlich ganz gut, ne, Hard Pierce und so. Und Heartbreaker, weil, ne, passt ja auch ganz gut, Break, Hard, ne, schlagen, kaputt, so, ne. Ja, ich bin heute eigentlich, ich hoffe, es war, ich bin ein bisschen sehr tilted von meinen Games heute, ich bin auch ziemlich kaputt. Aber ich hoffe, es war trotzdem halbwegs informativ für euch, war halbwegs cool für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen, appreciaten Tag. Auf Wiedersehen, haut da rein und tschüss.